Willkommen zu einer weiteren Folge vom längsten Nachbarschaftsstreit der Weltgeschichte. Vor über einem Jahr hat das Ganze bereits angefangen. Wir mussten uns mit unserem Nachbarn auseinandersetzen und er hat einfach nicht mehr locker gelassen. Das Ganze zieht sich mittlerweile immer weiter hin und er lässt einfach nicht locker. Es wird immer schlimmer. Mittlerweile habe ich sogar darüber nachgedacht, verschiedene Ämter einzuschalten, um diesem Ganzen endlich ein Ende zu bereiten. Aber es hört einfach nicht auf. Es wird immer schlimm. Moment mal. Moment. Ich muss da rangehen. Ja? Was? Er hat was gemacht? Nein. Nicht den Hund. Nein. Ich muss los, Freund. Diese Drecksau. Hey Freunde, damit mal wieder ein herzliches Willkommen bei eurem Tjolfan. Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung in... Ich meinte natürlich in Hello Neighbor. Ich glaube, ich hatte einen Frosch im Hals. Jedenfalls stellen wir uns heute mal wieder einer weiteren Herausforderung in Hello Neighbor. Vergesst natürlich wie immer nicht, das Video zu bewerten. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich meine Leute, ihr kennt mich. Ich sage am Anfang von jedem Video abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Aber wisst ihr, was mich wirklich aufregt? Freunde, die Statistiken lügen nicht. 57% haben nicht abonniert. Und wisst ihr, wenn ich sowas sehe, ich weiß einfach nicht, wie soll ich nachts schlafen? Ich muss ja auch meinen Seelenfrieden finden. Deswegen bitte, abonniert den Kanal. Ich will dieses Jahr noch 100.000 Abonnenten erreichen. Wie soll ich das schaffen? Aber kommen wir nun zurück zum Spiel, Freunde. Wir haben uns heute mal wieder eine richtig nice Mod rausgesucht. Und zwar sind laut dieser Mod alle Puppen im Haus des Nachbarn jetzt am Leben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die schlauste Entscheidung ist, so einen Mod zu installieren. Ich meine, das macht das Spiel nicht unbedingt besser. Also für die Nerven ist es auf jeden Fall nicht beruhigender. Aber wir gehen jetzt einfach mal rüber und schauen uns das Ganze mal an. Oh Gott, da ist schon eine... Alter! Ohne mich. Ich bleib hier hinten im Bad. Also da war definitiv eine Puppe, die im Garten des Nachbarn rumgestreunert ist. Also sind scheinbar jetzt tatsächlich die Puppen aktiv und am Leben im Haus des Nachbarn. Ich meine, diese Puppen haben schon immer eine echt gruselige Stimmung in dem Spiel verbreitet, ja? Die standen hinter Ecken in dunklen Gängen, haben sie sich versteckt und uns aufgelauert. Auch in dem Schullevel waren diese Dinger ja unterwegs. Aber jetzt sind diese Puppen lebendig. Im Haus des Nachbarn. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt einfach mal ein paar Mal gekillt, um hier für nächtliche Stimmung zu sorgen, damit wir uns hier jetzt auch wirklich in einem horrorartigen Szenario in das Haus des Nachbarn reinbegeben, um uns dem Grauen der Nachbarspuppen zu stellen. Okay, Freunde, wir bewegen uns langsam auf das Haus zu. Ich werde jetzt einfach mal innen drin den Strom ausmachen, um vielleicht den Nachbarn rauszulocken. Und wir gehen mal hier hinten rum und schauen mal. Ich glaube, auf dem oberen Stockwerk waren ja Puppen. Warte mal. Oh nein! Okay, da ist eine Puppe. Sie schaut aus dem Fenster. Warte mal, ist der Nachbar eine Puppe? Der Nachbar ist eine Puppe, Freunde. Okay, Freunde, ich habe diese ganze Mod scheinbar missverstanden. Offenbar ist der Nachbar zu einer Puppe geworden. Nicht alle Puppen sind lebendig, aber der Nachbar ist eine Puppe und verfolgt uns jetzt auch als Puppe. Das macht das Ganze natürlich vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter. Okay, ich guck mal. Okay, ja, es ist eine Puppe. Jesus Christ. Okay, wir hauen ab. Alter, das macht das Haus viel creepier. Das macht das ganze Spiel viel gruseliger. Jetzt werden wir hier in diesem Haus von so einer widerwärtigen Puppe verfolgt. Ich meine, diese Puppen waren ja schon immer gruselig, aber so? Alter, okay, warte mal. Ich mach nochmal den Strom aus und ich verstecke mich hier drüben. Dann wird er ja rauskommen, beziehungsweise sie wird rauskommen. Die Puppe wird rauskommen. Da ist sie. Macht den Strom wieder an und rennt wieder rein. Okay, krass. Hey, Freunde, ich habe jetzt hier drüben mein Fenster eingeworfen. Oh, es sieht so übel aus. Wie diese Puppen jetzt einfach hier unterwegs sind. Oder wie diese eine Puppe hier jetzt unterwegs ist. Weil der Nachbar ist ja quasi die Puppe. Alter, es ist echt creepy. Ich finde es echt gruseliger, als wenn der Nachbar einfach hier rumlaufen würde. Guck dir das mal an. Oh, da ist er. Oder da ist die Puppe. Aber sie sieht uns nicht. Spottet uns nicht. Okay. Warte mal. Kann ich die jetzt auch angreifen? Warte mal. Ich schmeiß mal so eine Box. Zack. Nein, ich habe vorbeigeworfen. Okay, guckt es euch an. Guckt es euch an. Ist halt quasi der Nachbar. Es ist der Nachbar nur in der Puppenskin. Ich habe mich schon...
Im Grunde genommen ist das auch cool, aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass quasi alle Puppen lebendig sind und uns hier jetzt Probleme bereiten. Aber das ist natürlich auch sehr cool. So, da wollte er uns gerade schnappen, hat uns aber natürlich nicht gekriegt. So, was ist los, mein Freund? Was ist los? Komm, willst du uns nicht kriegen? Willst du uns nicht kriegen? Komm schon. Okay, er macht nichts. Doch, er kommt. Er kommt, okay. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass quasi die Laufanimation nicht ganz so cool ist, dass die Puppe quasi so auf Rollen rollt. Das wäre natürlich sehr, sehr cool gewesen. Aber so bewegt die sich quasi so ein bisschen hin und her, wie als hätte sie Beine. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr interessant. So, und jetzt wird schön die Hintertür gecheckt. Aber es ist noch alles verschlossen, mein Freund. Guck mal, ich habe eine Box für dich. Da steht dein Name drauf. Zack. Schön ausgenockt. Ah, Freunde, guck mal, wer da ist. Da ist ja unser Freund. Unser neuer Freund, die Nachbarspuppe. Ja, hi. Wow. Also ich finde den Nachbarn so definitiv gruseliger, als wie das im normalen Nachbarmodus der Fall ist. Also als wenn der Nachbar einfach nur der Nachbar ist. So als Puppe macht es das Ganze schon irgendwie, ich weiß nicht, krasser. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen. Ich finde den Mod auf jeden Fall ganz cool. Wäre natürlich auch nice gewesen, wenn wirklich alle Puppen zum Leben erwacht wären. Aber auch so finde ich das wirklich, wirklich gelungen. An dieser Stelle verabschiede ich mich natürlich wieder, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr als nächsten Mod in Hello Neighbor sehen möchtet. Wir sehen uns damit in der nächsten Folge von Hello Neighbor wieder, wo ich euch irgendeine andere tolle Mod zeige oder in irgendeinem anderen Video, wo wir ein tolles Horrorspiel spielen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin. So, Freunde, da das Video dann jetzt doch ein bisschen kurz gewesen wäre, dachte ich mir, wir schauen uns in diesem Video... What the fuck? So, Freunde, da das Video eigentlich jetzt ein bisschen kurz gewesen wäre, dachte ich mir... Stop it! So, Freunde, da das Video eigentlich ein bisschen kurz gewesen wäre, habe ich mir gedacht, wir schauen uns in diesem Video einfach noch einen zweiten Mod mit an. Das, was wir jetzt hier haben, ist so eine Art Jump and Run Ding. Und ihr seht jetzt oben rechts schon, da steht Level 0 von 30. Ich schätze also mal, diese Mod dauert schon eine Weile. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal rein, einfach nur um dieses Video ein bisschen länger zu machen. Weil 6 Minuten ist schon scheiße. Wir brauchen ja 10 Minuten, damit ich mehr Werbung reinmache. Jedenfalls schauen wir uns jetzt die Mod einfach mal an und ihr könnt ja mal schreiben, ob wir diese Mod mal komplett spielen sollen oder lieber nicht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, Leute. Wir haben jetzt hier Checkpoint stehen und wie gesagt, Stage 0 von 30 und wir gucken jetzt mal. Oh lol, das geht ja direkt los. Ich dachte, das wäre Teppich oder so. Okay, warte mal. Ah, okay, und da kommen wir schon nächste Stage. Okay, das geht doch ein bisschen schneller, als ich dachte. Versuchen wir einfach mal durchzukommen, oder? Oh! RIP. Okay, wir starten tatsächlich bei den Checkpoints neu. Das funktioniert also. Okay, auf jeden Fall interessant. So, warte mal, kann ich nicht auch? Ja, ich kann ja auch so springen. Guck mal. Zack. Okay, das war ein bisschen kurz. Okay, damit haben wir die Stage auch geschafft, Leute. Okay, versuchen wir es mal weiter. Ganz locker easy. Keine Ahnung, was das hier jetzt soll. Das ist ja mega easy. Und hinten ist der Nachbar. Okay, das ist wahrscheinlich das Ziel des Ganzen, zum Nachbarn zu gelangen. So, warte mal. Und, oh, warte mal, die Sprünge werden weiter. Okay. Warte mal, das wird ja alles. Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen Anlauf nehmen. Zack! Nicht zu weit springen. Nicht zu weit springen. Okay, sehr gut. Okay, das haben wir auch geschafft. So, Moment, dann machen wir mal hier. So, und springen ab. Okay, nächster Checkpoint. Wir sind schon bei Level 6. Ah, man darf die roten Dinger nicht berühren. Okay, das erklärt einiges. Ich habe mich eben schon gefragt, warum die da sind. Weil. Ist ja leichter drüber zu springen. Okay. Nein, der. Oh. Okay, aber wir machen natürlich unbeirrt weiter, Freunde. Okay, das war sogar relativ einfach jetzt. Zu weit. Ah, doch nicht. Es ging noch. Okay. Easy, easy. Okay. Nein. Nein. Okay, wir sind fast beim Checkpoint und sind da. Okay, alles klar. So, was müssen wir jetzt machen? Okay, hier müssen wir einfach nur drüber rennen quasi. Und springen. Boah, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Okay, und jetzt hier das Kistending hoch. Warte mal, wir sind gleich oben. Wir sind gleich oben. Ich würde sagen, wir machen den Mod sogar ganz durch. Das geht ja relativ zügig eigentlich, ne? Obwohl, es ist schon noch eine Ecke bis zum Ende. Aber jetzt gehen wir erstmal über diesen Kistenturm drüber und nehmen Anlauf und springen bis zum nächsten Level. Sehr gut. Jetzt haben wir hier die Bibliothek des Grauens, Freunde. Oh Leute, hier kann man hochlaufen. Ich dachte, ich müsste runterrutschen. Okay, haben wir auch geschafft. So, und jetzt das hier. Okay, nein. Okay, nein. Okay, nein. Alter, das ist relativ schwierig, sogar hier drüber zu kommen. Alter, wie soll man das denn schaffen? Okay, okay, jetzt bin ich hier in der Mitte. Einmal drüber. Zwei. Nein! Alter, muss man da beschissen springen. Nein! What the hell? Okay, jetzt landen wir hier. Nein! Verdammte Hacke. Okay, vorsichtig. 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 Und vorsichtig. Okay, haben wir auch geschafft. Sehr gut.
Okay, jetzt mal hier über diese... Okay, scheiße. Das wird jetzt auf jeden Fall schwieriger, als ich zuerst erwartet habe. So, warte mal, hier müssen wir jetzt direkt von Spitze zu Spitze springen. Am Rand können wir nicht stehen bleiben, ansonsten ist Game Over. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt hier die Rolltreppen des Grounds. Oh, wow, haben wir auch geschafft. Hier können wir einfach drüber rennen. Auch geschafft. Okay, scheiße. Aber die Hälfte haben wir, Leute. Ich mache einfach mal weiter. Was? Da bin ich denn da jetzt runtergefallen? Ah, auf manchen kann man nicht landen. Die, auf den durchsichtigen darf man nicht landen. Okay, ich verstehe. Die durchsichtigen, auf die kann man nicht drauf springen. Okay, geschafft. Und das schaffe ich auch. Okay, easy. Easy. Okay. Und weiter. Nein! Okay, haben wir auch geschafft. Merkwürdigen Kisten. Okay, jetzt haben wir hier noch diese Betten. Fuck, nein! Jesus! Okay, und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Okay, haben wir geschafft. Okay, was ist das hier? Auch geschafft. Locker, locker. Okay, hier müssen wir einfach nur drum rumlaufen. Und springen am Ende. Auch geschafft. Und das hier. Ja, das hier ist auch relativ easy. Locker, locker. Auch geschafft. So, und jetzt haben wir hier so merkwürdige Steine. Das sieht interessant aus. Okay, aber auch das schaffen wir locker. Bis jetzt noch kein Level, was mich wirklich extrem gefordert hat. Okay, das hier sieht scheiße aus. Ah, oh, lol. Okay, hier kann man auch auf manchen Schuhen scheinbar nicht landen. Ah! Ich nehme jetzt einfach mal viel Anlauf und versuche direkt auf dem da hinten zu landen. Auf dem hier nämlich, aber das war nichts. Also ein bisschen mehr Anlauf. Zack, okay, den haben wir. Und zack, okay, dann sind wir jetzt hier. Jetzt können wir hier über diese Teppiche laufen. Schade, ein bisschen kurz gesprungen. Okay, aber auch das schaffen wir locker. So, jetzt haben wir hier nochmal Bücher. Wir sind schon bei Level 23. Wir sind fast am Ende. Wir sind fast beim Nachbarn. Wir sind fast am Ende von diesem ekligen Jump-and-Run-Level. Okay, jetzt springen wir hier drüber. Wir springen hier drüber. Diese roten Dinger dürfen wir auf keinen Fall berühren. Okay, eine Leiter, lol. What the fuck? Warum denn Leitern? Das ist aber kein schwieriges Level. Als weiter hoch. Und wir sind oben. Okay. Und noch einmal. Haben wir auch. Jetzt haben wir hier Schlüssel. Okay, auch geschafft. Jetzt haben wir hier irgendwie so Puppenhäuser. Mit Puppen drin sogar. Puppen hatten wir ja eben erst, Leute. Okay, aber auch hier sind wir schnell am Ende. Und jetzt müssen wir hier in den Mund reingehen. Okay, hier durch oder was? Da ist der Nachbar. Wir gehen am Nachbarn vorbei. Okay, und wir sind am Ende, Leute. Wir haben es geschafft. Und das hier war übrigens auch wieder ein Mod von Video Game News. Wie gesagt, guckt euch die mal an. Die machen wirklich nice Sachen. Und Leute, das war das Jump'n'Run-Level. Okay, gut, dass ich dazu kein einzelnes Video gemacht habe. Wow, scheiße. Denn auch das war eine relativ kurze Mod, muss ich sagen. Aber trotzdem sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut gemacht. Warte mal, ist hier hinter noch was? Tatsächlich, Dance Party. Okay, Leute, das war's wieder für diese Folge von Hello Neighbor. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Trevor verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.